Ja, wir befinden uns aktuell in Kirchen-Tellingsfurt. Da hat es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Wir haben mehrere Personen waren noch im Gebäude gemeldet. Wir haben mittlerweile 4 in umliegende Krankenhäuser transportiert und haben noch weitere 9 Personen, die wir jetzt hier im Nachgang noch betreuen müssen. Ja, aktuell 4 Verletzte, die sind auch schon in den umliegenden Krankenhäusern, also Tübingen und Reutlingen. Und jetzt geht es darum, dass man die Betreuung für die, die man nicht transportieren muss, dass wir die jetzt eben organisieren. Die werden jetzt mal vorerst in Kirchen-Tellingsfurt selber untergebracht, in einer Halle von der Gemeinde. Das Haus wird nach derzeitiger Information nicht mehr auf die Schnelle bewohnbar sein. Also das heißt, der Wohnungsbetreiber bzw. die Betreibergesellschaft muss hier jetzt mal gucken, dass sie sich irgendwie auch was organisieren kann. Es waren insgesamt 33 Einsatzkräfte hier vor Ort von Seiten des DRKs. Es waren mehrere Rettungswagen, Notarztwagen, der leitende Notarzt, der organisatorische Leiter war da. Und es waren natürlich auch jede Menge Helfer aus dem Ehrenamt vor Ort, die quasi zur Unterstützung hier mit dabei gewesen sind. Wie gesagt, 33 Kräfte, davon waren es 5 Leitungsführungskräfte, 4 Gruppenführer und 25 Rotkreuzhelfer, die einfach hier mitgeholfen haben. Ja, wir befinden uns hier in der Wannweiler Straße 29 in Kirchen-Tellingsfurt. Wir wurden alarmiert zu einem Brandereignis im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Wir haben auf der Anfahrt bereits eine extrem starke Rauchentwicklung gesehen. Nach der Ankunft an der Einsatzstelle war bereits im vorderen und im hinteren Gebäudebereich Brandüberschlag nach außen sichtbar. Die Wohnung stand im Vollbrand. Genau, also es hat sich insgesamt nach der Ankunft bereits eine Person von außen im ersten Obergeschoss bemerkbar gemacht. Des Weiteren standen etliche Bewohner unten vorm Gebäude, sodass wir die Auskunft bekommen haben, dass in Summe 3 Personen und 2 Tiere noch im Gebäude waren. Dementsprechend haben sich unsere Erstmaßnahmen darauf bezogen, die Personen und Tiere aus der Wohnung zu retten. Durch die Feuerwehr gerettet wurden 3 Personen mittels tragbarer Leiter und Drehleiter und 2 Tiere aus dem Dachgeschoss. Ein Hund und eine Katze. Wir haben die 3 Personen, die in der Wohnung waren, die sind allesamt mit Verdacht auf Rauchgasintox in der Klinik. Das ist nach aktuellem Stand alles, was wir an Verletzten zu melden haben. Ja, nachdem wir die Personenrettung soweit vollzogen hatten, haben wir uns darauf konzentriert, den Brand zunächst mal von außen einzudämmen, da der Feuerüberschlag, wie bereits gesagt, schon sichtbar war aus der Wohnung. Bedeutet für uns, wir hatten im vorderen Bereich einen Druck, der zunächst über den Außeneingriff die Flammen zurückgedrängt hat. Und nachdem das soweit erledigt war, hatten wir von der Frontseite des Gebäudes einen Druck, der über den Balkon eingestiegen ist, im Innenangriff. Und im Nachgang noch von der Rückseite des Gebäudes durch den Hauptzugang im weiteren Druck im Einsatz. Ja, die Herausforderung war natürlich die, dass man natürlich den Vorteil hatte, dass wir Sonntagmorgen haben, dementsprechend viele Kräfte verfügbar. Allerdings handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, im Brandobjekt selber 9 Wohnungen und im Nachbarobjekt, in Doppelhaushälfte, 8 Parteien. Bedeutet natürlich eine relativ hohe Anzahl an möglicherweise Betroffenen, sodass wir in der Erstphase eben den Fokus ganz klar auf die Personenrettung gelegt haben, was auch sehr gut funktioniert hat. Genau, also im Einsatz war die Feuerwehr Kirchen-Tellingsfurt mit 5 Fahrzeugen und knapp 30 Mann. Wir hatten außerdem vor Ort einen weiteren Löschzug von der Feuerwehr Kusterdingen, die uns mit unterstützt hat. Hatten ebenfalls die Drehleiter und ein ELW aus Reutlingen mit hier vor Ort. Der Kreisbrandmeister war hier und entsprechende Kräfte von Polizei und Rettungsdienst. Wir sind jetzt gerade dabei, die Einsatzmittel soweit zurückzubauen.
Die Wohnung wird jetzt noch von uns abschließend mit einem Wassersauger etwas bearbeitet. Aktuell befindet sich der Kriminaldauerdienst in Begleitung der Feuerwehr noch in der Wohnung, zwecks der Ermittlung der Brandursache. Genau, und ansonsten werden wir uns jetzt darauf beschränken, natürlich soweit die Einsatzstelle voll abzuarbeiten, Einsatzbereitschaft wiederherzustellen und dementsprechend nachher auch die Einsatzkräfte getränkemäßig und verpflegungsmäßig entsprechend zu versorgen. Haus ist nach aktuellem Stand, also das Brandobjekt selber, nicht mehr bewohnbar. Es wird aktuell eine Notunterkunft bereitgestellt für die Bewohner. Im Nachbargebäude wird vermutlich ebenfalls mindestens eine Wohnung bezüglich der Verrauchung auch nicht bewohnbar sein. Thank you.
ersten Rutsch mit die Woche.